Moin. Willkommen in Hamburg am Oberhafenkanal. Ich hoffe, dass ich hier bei dem Wind einigermaßen zu verstehen bin. Bisher habt ihr von mir die Bilder... Ja, ganz klar. Das hat so bei diesem Wind überhaupt keinen Sinn. Da bin ich gar nicht zu verstehen. Bisher habt ihr von mir oft solche Bilder hier gesehen, bei Niedrigwasser. Und dann sieht es meist so aus, mit den Schlickbänken rechts im Bild und die Kai- und Ufermauern sind mehr oder weniger vollständig zu sehen. Schauen wir uns jetzt mal ein normales Hochwasser an. Das Wasser ist jetzt etwa 3,5 Meter höher als bei dem Niedrigwasser, das wir eben gesehen haben. Der Kran und die Kaimauern ragen aber noch deutlich über den Wasserspiegel hinaus. An den dunklen Rändern hier, an den Ufermauern und am Brückenpfeiler ist es deutlich zu erkennen. Meistens läuft das Hochwasser ungefähr bis zu dieser Höhe auf. Hier seht ihr diesen Bereich einmal von oben, bei einer Mitfahrt im Intercity in Richtung Schwerin und Rostock. Rechts hinten liegen die U- und S-Bahn-Station Elbbrücken. Wir überqueren den Oberhafenkanal bei mittlerem Wasserstand. Von rechts kommt ein Güterzug aus Richtung Hamburg-Harburg. Er muss warten und unseren Intercity zuerst fahren lassen. Nun zurück zu dem Hochwasser vom Anfang. Der blaue Kran ist komplett von Wasser umgeben. Bei dem Orkan Sabine, der Mitte Februar 2020 über Hamburg hinweggezogen ist, stand das Wasser übrigens noch rund einen Meter höher. Die Fernbahnstrecke, auf der der ICE fährt, lag allerdings auch dann noch klar oberhalb des Wasserspiegels. Und die Strecke der S-Bahn erst recht. Auch bis der U-Bahn-Tunnel vollläuft, müsste das Wasser noch deutlich höher steigen. Diese Leiter an der Ufermauer zu erreichen, müsste man erst einmal ein Stück durch das Wasser gehen. Auch diese Treppe führt nur hinunter ins Wasser.
Ein Zug aus zwei Triebwagen der Baureihe 472 erreicht hier die S-Bahn-Haltestelle Elbbrücken. Aus Richtung Harburg kommt ein Zug der Baureihe 474 und ihr seht, dass er bis zum vorderen Bahnsteigende fährt. Es ist also ein Langzug mit 9 Wagen. Hier seht ihr ihn in voller Länge auf der Brücke über den Oberhafenkanal. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 setzt die S-Bahn mehr Langzüge auf der S3 ein, in Richtung Harburg und Neugraben, im Zuge der Angebotsoffensive des Hamburger Verkehrsverbunds HVV. Als nächstes sind wir an den Norderelbbrücken. Die Flut dieses Tages hat hier gerade ihr Maximum erreicht. Das Wasser steht ziemlich hoch. Von dem Brückenpfeiler rechts hinter den Zweigen guckt nur noch wenig aus dem Wasser. Aber auch hier ist noch Luft nach oben. Das Wasser kann durchaus noch höher steigen, ohne dass es für den Eisenbahnbetrieb zur Gefahr wird. Hier seht ihr wieder einen Langzug, dieses Mal in Richtung Harburg. Am Ufer stehen hier noch Reste des Zauns, der früher die Grenze zum Hamburger Freihafen bildete. Hier gibt es auch noch eine kleine Tür, die durch den Zaun führt. Der Freihafen war früher Zollausland. Das heißt, für Waren, die hierher gebracht wurden, musste kein Einfuhrzoll nach Deutschland bzw. der Europäischen Union bezahlt werden. Die Waren konnten ohne Zoll hier verarbeitet und günstiger weiterversandt werden. Anfang 2013 wurde der Freihafen aufgelöst. Seitdem ist dies hier normales Hafengebiet und nur der Zaun erinnert noch an den Freihafen. Zum Vergleich habt ihr hier die Ansicht bei Niedrigwasser. Es sind jetzt einige Flächen am Ufer sichtbar, die bei Hochwasser überspült werden. Wenn das Wasser in der Elbe noch höher steht als bei der Flut, die ich euch gezeigt habe, dann besteht allerdings die Gefahr, dass das Wasser die Zweibrückenstraße erreicht. Die Straße, die unter den Bahngleisen hindurchführt. Dann kann es sein, dass bei den Treppen am Eingang Zweibrückenstraße die untersten Stufen unter Wasser sind. Der S-Bahn-Betrieb ist dadurch aber nicht gefährdet und ein Umsteigen zur U-Bahn ist auch möglich, denn der Skywalk, der Glasgang zur U-Bahn, liegt ja noch mehrere Meter höher. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.